Und ihr Name ist Aviva Lehavi. Ja. Als Sittin geboren. Ja. Und du hast uns ein paar Bilder geschickt und die wollen wir kurz hier einfach einblenden. Sie sind von dir, es sind Familienbilder von dir mit ihr und man erkennt dich auch darauf. Ja, das wollen wir als Hintergrund hier sehen. Das sind herrliche Familienaufnahmen. Aber die Geschichte deiner Mutter ist sehr spannend. Sie hat was zu tun mit dem Warschauer Ghetto und Warschauer Ghettoaufstand. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wo ist deine Mutter geboren, wo kommt sie her und wie war das in der damaligen Zeit? Ja, sie ist in Warschau geboren, 1923, und dort ist sie aufgewachsen. Als der Krieg anfing, 1939, war sie 16. Dann sind sie die ganze Familie in den Ghetto hineingezogen. Die Familie war eine ganz normale Familie. Also wer die Esperanto-Sprache noch kennt, also ihr Vater oder mein Großvater war der erste Schüler von Sammenhof, der die Esperanto-Sprache gelernt hat. Wahrscheinlich auch von den letzten, weil sehr wenig Leute kennen, also heutzutage Esperanto. Und einen Tag, also da hat sie also auch mit ihrer Schwester, dann Frieda, dann haben sie in einer Fabrik gearbeitet und einen Tag, als sie dann zurückgekommen sind, waren ihre Mutter, ihr Vater, der kleine junge Bruder Ishai, sowie der Mann von ihrer Schwester, von der Frieda und deren zwei Kinder nach Treblinka dann geführt worden und dort umgebracht worden. Ich glaube, dass das war für sie auch ein Moment, wo sie sich gestellt hat, was kann ich jetzt tun? Also unsere Leben sind ja nicht mehr so sein, wie sie vorher waren. Und dann hat sie sich an der Gruppe von Mordechai Nilevich angeschlossen. Sie war auch in den Hashomer Hatzair Jugendbewegung. Wo war sie schon vor dem Ghetto war sie da schon drin? Genau, ja. genau. Sie war Zionistin, das ist die Hashomer Hatzair, das war eine zionistische Jugendbewegung. Heutzutage würde man also, wenn man in Israel so ein bisschen in Richtung links, aber was ist heutzutage links, was ist heutzutage rechts. Aber sie hat sich da an diese Gruppe angeschlossen. Ihre Aufgabe bei der Aufstand war ganz einfach. Sie musste die Nachrichten von der Zentrale an den Fronten bringen. Damals gab es kein Telefon, kein WhatsApp oder man konnte auch keine SMS schicken, sondern man hat also wirklich die Frauen so ausgebildet, dass sie dann durch den Kanälen dann gehen können und diese Nachrichten an den Front bringen können. Sie hat das überlebt und mit ihrer Schwester sind die dann beide nach Majdanek gegangen. Genau, das war so, dass sie im Prinzip festgenommen wurde und dann. Ja, festgenommen, Umschlagplatz und von dem Umschlagplatz dann sofort nach Majdanek, wo sie 4 Monate auf ihrem Zeit gewartet haben, wo sie dann hingerichtet werden sollten. Und dann dort hat man eigentlich das Lebensmut verloren. Hat sie und auch ihre Schwester, sie haben gesagt, dass es keinen Ausweg gibt. Und dann haben sie gesagt, okay, bevor es endet, dann lassen wir uns dann auf eine Liste dann stellen und mit dieser Liste, da vielleicht ist unser Ende etwas schneller. Das war eigentlich aber ihre Rettung, weil am nächsten Tag ist sie dann nach Częstochowa geführt worden, wo sie in einem Arbeitslager gearbeitet hat, bis Ende Januar 1945 und von dort ist sie dann befreit worden. Aber das Leidensweg ist auch nicht gleich zu Ende gegangen, sondern das war auch schon schwierig, bevor sie dann nach Palästina oder Israel gekommen ist, weil sie dann von Bari mit einem Flüchtlingsschiff nach Haifa starteten. Und die Briten haben also nur 100.000 Zertifikaten gegeben,
für Menschen, die damals nach dem Krieg nach Palästina gehen können. Alle anderen mussten dann nach Zypern gehen und dort Zeit verbringen in Baracken, die deutsche Soldaten für sie, die in Gefangenschaft von den Briten gewesen sind, auch gebaut haben. Und meine Mutter war auf diesem Schiff und auf diesem Schiff war auch eine Journalistin, eine amerikanische Journalistin, und sie hat Fotos gemacht. Und man hat sich gedacht, wie können wir diese Fotos, die sie gemacht haben, ans Land bringen, damit sie dann in die Weltöffentlichkeit veröffentlicht werden können. Und dann hat man meine Mutter also den Arm, das Hand da so eingewickelt, als hätte sie das Arm gebrochen, und zwischendurch auch die Filme hineingetan, die negative, und die nach Haifa geschickt. Und in Haifa hat man die negative dann rausgenommen, und meine Mutter durfte zurück, also nach Haifa, also zurück in diesem Schiff und dann auch nach Zypern. Und erst nach dem Staatsgründung Israel ist sie dann nach Israel gekommen und dann in Kibbutz Gan Shmuel, wo das Exodus dann aufgeführt worden ist, auch weitergelebt bis zu ihrem Tod 1999. Genau, und du bist dann eben in Gan Shmuel geboren. Gan Shmuel ist ja auch ein Kibbutz der Hashomer Hatzair-Bewegung. Genau. Genau, deswegen, also passt es zusammen, und bist du dorthin gekommen. Jetzt, Udi, wie war das bei dir zu Hause? Hat deine Mutter von diesen Dingen erzählt? War das etwas, was du von ihr direkt erfahren hast, oder wie war das? Wir haben vorher auch gehört, also über die Schwierigkeiten, dass viele Menschen damit hatten. Und wenn man in einem Kibbutz lebt, dann wächst man damit auf, dass es gibt Menschen wie meine Mutter, die immer darüber gesprochen haben, die ihre Trauma bewältigt haben dadurch, dass sie immer wieder darüber gesprochen hat. Aber auf der anderen Seite sieht man auch also viele andere Menschen, die das mit sich bis zu ihrem Tod getragen haben. Und man hat es auch an ihren Kindern gesehen, dass sie dann zum Teil nicht damit zurechtgekommen und selbst die zweite Generation sich das Leben genommen haben. Und ich will jetzt auch nicht behaupten, dass es nur deswegen ist, aber ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass sie eine sehr schwere Kindheit gehabt haben, weil nicht jeder könnte damit sich auseinandersetzen wie bei meiner Mutter, weil sie hat gesagt, immer und immer wieder, wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Und so hat sie auch viele junge deutsche Gruppen dann begegnet und von ihrem etwas detaillierte Erfahrungen auch erzählt. Also von daher, auch für mich ist es immer noch sehr, sehr wichtig, dass es, solange es Menschen gibt, die den Holocaust überlebt haben, das ist unsere und meine Aufgabe auch bei Keren HaYesod, immer Spenden zu sammeln, damit sie ihrem Abendleben in Würde verbringen können, bis der Letzte nicht mehr unter uns ist. Das ist unsere Aufgabe. Und das trage ich also, und das ist dann also das, was ich von meiner Mutter auch immer wieder zu hören bekommen habe. Dafür können wir einen Applaus geben, weil es ist wirklich besonders. Nein, der Applaus sollte meine Mutter. Das auch, ja. Ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, deine Mutter ist natürlich in gewissermaßen eine Heldin, weil sie auch... Was ist sie? Sie ist eine Heldin, ja. Weil sie beteiligt war, weil sie gekämpft hat, auf ihre Weise natürlich beim Warschauer Ghettoaufstand. Denkst du, dass das ihr einfacher gemacht hat, das zu erzählen? Oder was bedeutet das auch für dich, diese Geschichte? Ich glaube, dass wir alle irgendwann in unserem Leben gefragt werden, was hast du gemacht, als das oder das oder das passiert ist? Und ich glaube, dass jeder von uns hat oder kann das auch was bewegen. Egal, ob es in seinem Umfeld oder auch im Parlament. Und das sind dann die Momente, wo du dich selbst fragst, was mache ich, wie will ich das machen? Und wo dann, und du am Ende sagst,
ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, dass es, wenn es hier 300, 400, 500 Menschen gibt, jeder von uns kann etwas bewegen. Und deswegen ist auch so wichtig, dass ihr was bewegt. Und das hat mich immer dazu auch bewegt, etwas zu machen, auch für andere Menschen. Und deswegen, ich bin auch stolz, dass ich Israel dienen dürfte durch den Keren Hesod und den Menschen in Israel durch die Arbeit von Keren Hesod dienen dürfte, weil ich kann sagen, dass wir gemeinsam was bewegt haben. Vielen Dank, Udi, für diese Einblicke auch in deine Familiengeschichte, auch in das, was dich von Herzen bewegt. Komm, lass uns mal Udi einen Applaus geben. Vielen Dank.